Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Robosignale, wie eine Vermögensverwaltung automatisch handelt. Und das machen wir an der Stelle auch wie die letzten Male mit David Warney zusammen von AlgoCamp. Freue ich mich, dass er heute mit uns diese Veranstaltung macht. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWeb. Ich freue mich ebenfalls, dass Sie heute live dabei sind. Und bevor ich an den David übergebe, müssen wir wie immer den Risikohinweis besprechen, denn auch hier gilt, dass dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken gilt. Am Ende des Tages müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar unabhängig vom Inhalt nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist wichtig, das bleibt wichtig. Und falls Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie gerne natürlich hier an der Stelle pausieren. Okay, also lieber David, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Ich danke dir für deine traumhafte Einleitung. Ich wähle kurz den richtigen Bildschirm aus. So. Kannst du meinen Bildschirm sehen? Ja, perfekt. Wir sehen alles. Super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für eine traumhafte Einleitung und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Endlich ist es draußen nicht mehr dunkel, wenn wir die Webinare starten. Es scheint gerade die Sonne in Berlin, aber wahrscheinlich auch nur eine halbe Stunde und dann schneit oder hagelt es wieder. Ja, mein Name ist David Warney und heute habe ich wieder die Ehre, mit Ihnen die nächsten 60 Minuten verbringen zu dürfen. Und wie immer reden wir heute nicht über das Tapezieren, sondern über unsere große Leidenschaft, über unser Hauptthema, dem automatisierten Börsenhandel. Wir haben ja jetzt mit den Robosignalen, die sind inzwischen auch seit einigen Monaten bei FXWeb verfügbar. Das heißt, wir arbeiten immer nur mit ausgewählten wenigen Brokern zusammen, wo wir das anbieten, weil da relativ viel angepasst werden muss und man eigentlich auch von unserer Seite her, von der Entwicklung her, einen guten Draht zum Broker haben muss. Und das haben wir hier auf jeden Fall. Also wäre jetzt Corona nicht da, dann wäre ich wahrscheinlich schon im letzten Monat wieder in Ratingen gewesen beim leckeren Griechen mit Nelson, aber geht hier gerade nicht. Und genau. Darum wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Wir wollen mal schauen, was sind überhaupt die Robosignale und natürlich die Frage beantworten, wie können Sie mit wenig Aufwand und auch ohne große Anfangsinvestitionen so ähnlich agieren wie eine Vermögensverwaltung. Und zwar eine intelligente Vermögensverwaltung, sage ich mal. Es gibt solche und solche da draußen. Ich selbst habe ja auch einige Jahre, circa 8 Jahre in einer Vermögensverwaltung selbst gearbeitet. Und wir waren halt auch damals darauf spezialisiert, vollautomatisch zu handeln. Das heißt, wir haben keine Kunden gehabt, also keine Kundengelder. Wir haben nur eigenes Kapital gehabt. Das heißt, das Interesse war da, Geld zu verdienen auf jeden Fall. Und wir hatten keinen einzigen Trade manuell abgesetzt, sondern es ging wirklich darum, den ganzen Tag Systeme zu entwickeln, sie zu programmieren, zu testen und letztendlich auch laufen zu lassen. Und das ganze Wissen, was wir so ja, uns da erarbeitet haben, was ich da mitgenommen habe, das Wissen, was ich selbst auch entwickelt habe, was wir über die Jahre in der Firma entwickelt haben, hier mit AlgoCamp, und es gibt es jetzt auch schon 5 Jahre, das alles steckt quasi in den Robosignalen. Und das ist so unser Hauptthema heute, wie wir das Ganze umsetzen können, was dahinter steckt. Darum geht es mir halt heute eigentlich primär, dass wir mal raufschauen und ein bisschen aufzeichnen, gleich am digitalen Whiteboard, wie das Ganze läuft. Also was im Hintergrund passiert, was eigentlich dahinter steckt. Die meisten kennen von Ihnen, wenn Sie schon mal was davon gehört haben, wahrscheinlich nur die Seite von den Robosignalen bei uns, haben da schon mal ein bisschen was gesehen. Aber interessanter finde ich persönlich auch eigentlich zu wissen, was geschieht da im Hintergrund? Wie ist das aufgebaut? Ist das ein einfacher EA, wie es da draußen relativ viele gibt? Oder steckt da ein bisschen mehr dahinter und wie, wo, was wird geklickt, welche Rechte sind da, wer kann auf mein Konto zugreifen und so weiter. Das ist so für heute die Agenda. Wie immer, wenn Fragen da sind, ich habe hier noch einen zweiten Bildschirm neben mir, da habe ich die Fragebox auf, gerne einfach immer, wenn irgendwelche Fragen kommen, reinschreiben, immer ein halbes Auge drauf, wenn gerade die Frage zu passt.
Dann nehme ich die mit rein. Und ansonsten gibt es natürlich am Ende immer noch unseren Frageblock, wo wir uns dann um alle Fragen kümmern, die zwischendurch vielleicht nicht reingepasst haben oder im Nachhinein noch aufgekommen sind. Perfekt. Starten wir direkt mit dem Thema. Ich will uns heute eigentlich gar nicht so groß mit Präsentationen, mit Folien langweilen. Machen wir vielleicht wann anders mal wieder. Aber ich will ja kein betreutes Vorlesen hier heute durchführen, sondern wir wollen einfach mal direkt schauen, was haben wir dahinter. Vermögensverwaltung, steigen wir direkt in den Thema ein. Wie sieht das eigentlich auf? Ich mache dafür gerne mal das kleine digitale Whiteboard auf, um so ein bisschen mal darzustellen oder zu zeichnen, was ich genau meine. Was machen die meisten da draußen, die automatisiert schon traden? Wir haben unser Konto und wir haben in der Regel hier unseren einen kleinen Roboter, unseren kleinen EA. Sei es ein DAX-System, Euro-Dollar-System, völlig egal, spielt erstmal keine große Rolle. So, und man muss natürlich sagen, das Thema hier ist natürlich sehr speziell. Ich glaube, wir kennen alle nicht so viele Leute, mit denen wir darüber reden können oder beim Abendessen, in der Bar, im Restaurant oder wenn wir irgendwelche Leute kennenlernen, können wir gar nicht so sehr ins Detail gehen, Expert Advisor, Algo-Trading, Handelssysteme und so. Das ist natürlich schon eine spezielle Nische. Wir sind ja hier nicht im Thema Robo-Advisor, das heißt, nehme keine bunte App, wo ich ein paar tausend Euro raufschiebe und sage Start und dann läuft es irgendwie und ich mache mal eine 3-4%, sondern wir sind ja hier für mehr angetreten. Wir wollen mehr Rendite erzielen. Wir wollen auch ein bisschen selbst rumklicken. Wir wollen ein bisschen basteln. Wir wollen testen, das Ganze in der Hand haben, natürlich, ne? Also, das ist jetzt, ich sag mal so, das hier ist wahrscheinlich nichts für meine Großoma, die ihr Geld anlegen möchte, die hat wahrscheinlich noch ihr Sparbuch oder macht das irgendwie anders, sondern wir wollen ja uns schon ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Da müssen wir sagen, alle Trader, die wenigstens ein System, also einen Expert Advisor, wenn wir jetzt im MetaTrader-Kosmos bleiben, nutzen, dann sind wir schon relativ weit. Wir haben schon relativ viel gemacht, was die Mehrheit eigentlich nicht da draußen macht. So. Aber wir sind noch immer nicht so unterwegs wie eine Vermögensverwaltung. Also noch nicht, ohne es werten zu meinen, aber wir sind noch nicht wirklich komplett professionell unterwegs, wie man es eigentlich machen kann. Was meine ich damit? Das System, das eine, was wir haben, ist hoffentlich profitabel. Und natürlich, wir kaufen uns kein System, wo die Performance-Kurve so aussieht. Vielleicht, wenn der Bildschirm gedreht war, aber in der Regel nicht, ne? Sondern wir haben unsere historische Performance von 2000 bis 2021, die dann in der Regel wahrscheinlich so aussieht. Ein bisschen gestaucht. Das heißt, wir sehen so kleine Details gar nicht, weil da ein großer Zeitraum zusammengepackt ist. Aber prinzipiell ist das System erstmal profitabel. Und was wir in der großen Ansicht oft nicht direkt sehen, sind die Phasen. Und da, ja, da werden die Leute aussortiert, die vielleicht doch nicht dafür gemacht sind, ohne es böse zu meinen, sondern zeichne nochmal die Performance 2010 bis 2020. Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel hier so diesen kleinen Ausschnitt. Würden wir da ranzoomen, dann würde die Performance wahrscheinlich eher so aussehen. Ein kleiner Ausdruck, also rangezoomt haben wir hier eine Stagnation oder einen Drawdown von, nehmen wir einfach mal 15%. Gehen wir nochmal zurück. Wir sehen diese große Performance-Kurve hier oben von 2010 bis 2020 und denken uns, wow, es geht nur nach oben. Da stecke ich 30.000 Euro rein und lasse das System handeln. Prinzipiell eine gute Idee. Eine Top-Entscheidung. Wie gesagt, da sind wir schon mal, gehören wir zu einer Minderheit, dass wir schon so viel in dem Bereich machen. Aber wir übersehen dann oft solche Phasen hier. Und dann, wir kennen das oder vielleicht kennen das schon einige von Ihnen. Wenn wir diese Phasen so durchmachen, also wirklich durchleben, jeden Tag, jeden Trade und sehen einen Stop-Loss, noch ein Stop-Loss, noch ein Verlust, ein kleiner Gewinn und wieder ein Verlust. Ein Trade, der gut im Gewinn war und dann mit Verlust geschlossen wurde. Diese Phase zu überstehen, ist das Schwierigste. Und genau in diesem Moment verabschieden sich viele in von dem Thema. Gründe dafür, also zumindest aus Sicht des Traders, ist dann das System, was so schlecht ist, irgendwelche Probleme, der Broker ist so schlecht. Also es werden oft mal viele Gründe gefunden,
oder gesucht. Dabei, das mag manchmal auch stimmen, aber in der Regel liegt der Grund eigentlich eher oder sitzt der Grund eher, ja, je nach Bildschirmgröße, so 40 Zentimeter vor dem Bildschirm. Aber da kommen wir später nochmal im Detail drauf. Grob gesagt ist das Problem eigentlich nur so unsere Erwartung, die wir in dem Bereich haben. Wir sehen die Performance hier oben, es läuft immer toll. Und dann hier unten, wenn wir das wirklich mal durchleben, haben wir halt einfach eine Stagnation und einen Drawdown von 15%. So, wir sehen ja hier oben, es hätte sich gelohnt, einfach drin zu bleiben und das ganze System weiterlaufen zu lassen, weil danach lief es und lief es und lief es. Wichtig, Punkt Nummer eins, um überhaupt erstmal uns die Frage zu stellen oder herauszufinden, ob das Ganze was für uns ist, ist, können wir solche Phasen überleben? Deswegen, bevor wir uns ein System zulegen oder selbst entwickeln oder kostenlos finden, woher auch immer, egal woher wir sie beschaffen, müssen wir uns vorher immer anschauen, wo ist die größte Stagnationsphase oder die größte Verlustphase? Wie groß ist die zeitlich gesehen? Nehmen wir jetzt mal 3 Monate. Und finanziell gesehen. Also wir haben jetzt hier als Beispiel Drawdown 15%, Stagnationsphase 3 Monate. Und jetzt müssen wir uns versuchen, in die Situation zu versetzen, wo wir das System jeden Tag beobachten. Die wenigsten gucken ja nicht darauf, sondern es ist natürlich interessant. Ich gucke auch immer jeden Tag auf. Wo wir 3 Monate davor sitzen, nicht eingreifen und das System einfach machen lassen. Wo wir zusehen, wie zum Beispiel jetzt hier 15 oder 20% auch verbrannt werden vom Konto, ohne einzugreifen. Wenn wir direkt sagen, niemals, ich kann da 3 Monate vorsitzen und ich kann keine 20% von meinem Kapital vernichten, dann müssen wir uns im Vorfeld überlegen, ist das überhaupt dann wirklich was für uns? Verluste gehören dazu. Stagnationsphasen gehören auch dazu. Wenn wir jetzt hier ganz klar sagen würden, das würde ich nicht aushalten, ich würde eingreifen, ich würde zocken, ich würde ausrasten, dann müssen wir sagen, ist dieses System nichts für uns? Dann müssten wir sagen, okay, ich brauche ein anderes System, wo ich vielleicht insgesamt eine viel geringere Rendite erreiche, aber ich dafür keine Stagnationsphase habe von 3 Monaten, sondern zum Beispiel nur von 4 Wochen zum Beispiel. Wenn ich da dann sage, okay, 4 Wochen kann ich gerade so noch aushalten, dann sollten wir uns eher für solch ein System entscheiden. Und ganz wichtig, wir sagen es auch immer ganz oft, schreiben es auch überall hin, die Zahlen, die Kennzahlen aus der Vergangenheit ist natürlich nie eine Garantie für die Zukunft. Ganz, ganz wichtig nebenbei, das nochmal zu erwähnen. Es ist für uns immer nur ein Rahmen. Und wenn ich aber weiß, das System hat in den letzten 10, 12, 15 Jahren eine Stagnationsphase von 3 Monaten gehabt, dann muss ich mindestens bereit sein, auch diese 3 Monate in der Zukunft aussitzen zu können. Wenn nicht, dann fangen wir schon an zu zocken und sagen, naja, also in der Vergangenheit war die Stagnation 3 Monate, aber wenn ich, der große Trader, ankomme, dann wird das nicht nochmal passieren. Dann haben wir das alles nicht. Das ist schon ein bisschen Zockerei oder wir blenden so ein bisschen die Realität aus. Also wenn wir solch ein Trader sind, der halt sagt, nein, 3 Monate geht nicht, ich brauche das, da muss irgendwie immer was kommen, dann haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, und jetzt kommen wir wieder auf die Vermögensverwaltung zurück, wo wir jetzt drauf zugearbeitet haben, dass wir uns ein Portfolio aufbauen. Und das machen uns Vermögensverwaltungen auch nicht. Kein Family Office, keine Vermögensverwaltung wird Millionen oder Milliarden nehmen und nur in eine Strategie packen oder ein System packen. Es muss immer aufgeteilt werden. Diversifizierung, wir kennen es eigentlich überall im Leben. Sei es die Burgerkette hat auch nicht nur einen Burgerladen, falls der Laden abbrennt, falls Bauarbeiten vom Ladenlokal sind, dann würden wir da keine Einnahmen haben. Natürlich hat er dann mehrere Ladenlokale, wo dann die anderen gut laufen. Das gleiche im Immobilienbereich. Ein professioneller Investor würde nicht nur eine Immobilie kaufen und sagen, ich lebe jetzt von den Mieteinnahmen, außer es ist jetzt vielleicht ein Mehrfamilienhaus mit 50 Parteien, aber würde nicht eine Wohnung kaufen und dann sagen, ich bin der Immobilieninvestor und ich lebe jetzt von meinen Mieteinnahmen. Risiko ist einfach viel zu groß, dass wir dann Mietnomaden haben, dass die Wohnung abbrennt, dass wir einfach Probleme haben, dass sie gerade leer steht und, und. Deswegen würden wir da zum Beispiel mehrere Immobilien haben, verschiedenen Städten, verschiedene Preisklassen, privat, gewerblich, weil wenn dann mal was ausfällt, nehmen wir den schlimmen Fall an, dass eine Wohnung ausbrennt, wir einen Mietnomaden da haben,
Dann haben wir wenigstens noch die anderen Wohnungen. Und es ist natürlich ärgerlich, aber wir werden unseren Lebensstandard nicht runterschrauben. Das Geld kommt trotzdem rein. Ob wir dann im Monat 22.000 oder 23.000 Euro Einnahmen haben, ist dann in dem Moment nicht so schlimm. Also eigentlich keine Geheimstrategie, sondern einfach eine übliche Sache, die überall angewendet wird, wenn man etwas diversifiziert unterwegs ist. Und das Gleiche müssten wir auch im Algo-Trading machen. Und so machen es auch Vermögensverwaltung und so sollten wir es auch machen. Ich nehme dafür mal eine andere Farbe, um jetzt mal das Beispiel mit einzuzeichnen, dass wir zum Beispiel ein zweites System mit aufnehmen, was ja schon mal relativ gut ist. So, wir haben ein zweites System. Wenn wir das einzeln betrachten, ist die Performance ist natürlich alles gezeichnet, da ist mal alles perfekt. So, da ist die zweite Performance so zum Beispiel. Jetzt nehmen wir hier wieder diesen Bereich, den ich eingekreist habe und zoomen da quasi mal ran. Was haben wir da für eine Performance? Ich zeichne das hier unten ein, so in etwa. Ist die dann so? So, worauf will ich hinaus? Mit den mehreren Systemen wollen wir ja dieses Problem so ein bisschen abweichen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein DAX-System haben, und der DAX tritt 2 Monate auf der Stelle und unser System ist aber auf Trends aus, dann würden wir kein Geld verdienen. So, und jetzt habe ich das zweite System drin, was zum Beispiel den Euro-Dollar handelt. Und das handelt den Euro-Dollar auf, ja, es skalpt den Euro-Dollar einfach. Also relativ egal, ob hoch oder runter, einfach nur Bewegung sollte ein bisschen da sein. Und dann skalpen das ganze System. Das heißt, wir haben hier schon mal eine relativ gute Diversifizierung. Wir haben zum einen zwei unterschiedliche Handelsstrategien, vom Typ her anders. Wir handeln zwei unterschiedliche Assets, Euro, Dollar und DAX, und wir handeln zwei unterschiedliche Timeframes. Also das DAX-System handelt zum Beispiel auf Stundenbasis und der Euro-Dollar-Scalper auf 3-Minuten-Basis, also Candles. So, da haben wir schon mal eine relativ gute Diversifizierung. Wir können sagen, okay, ob der Markt jetzt trendig ist oder nicht so trendig ist, volatil oder nicht, ist uns eigentlich relativ egal, weil irgendein System wird immer gut laufen. Wir haben unser Formel-1-Rennen und unser Rennstall hat quasi zwei Fahrer. Sollte der eine ja, einen kleinen Unfall haben, dann haben wir noch den zweiten, der trotzdem das Rennen noch fährt im Idealfall. So ist es zum Beispiel in dem Fall, dass wir zwei Systeme aktiv haben. So, und das Ganze können wir natürlich ausbreiten. Und das ist so ein bisschen eine Frage des Geldes natürlich. Auch sowohl vom Trading-Kapital als auch von den Summen, die wir investieren möchten. Also ich kann jetzt natürlich hier noch ein drittes System reinpacken, dann noch ein viertes System, was so handelt, ein fünftes, sechstes, siebtes, achtes und so weiter. Alles top. Also eigentlich gerne so viel wie möglich, solange es diversifiziert ist. Es bringt uns jetzt nichts, wenn wir fünf DAX-Systeme haben, die alle auf Trends aus sind. Ist der DAX nicht trendig, dann wird kein System funktionieren. Deswegen Korrelation unter den einzelnen Handelssystemen sollte immer möglichst gering sein. Natürlich kommt es in der Realität auch vor, dass zwei Systeme gerade gleichzeitig long sind und gleichzeitig einen Verlust generieren. Aber es kommt ja auf die langfristige Sicht an. Ne? Das merke ich auch oder merken wir auch in der Kundenarbeit zum Beispiel mit unseren Tradern zusammen. In Momenten, in einzelnen Momentaufnahmen kommt vieles manchmal komisch vor. Da fragt man sich, ja, wo ist ja die Diversifizierung? Beide sind long, beide haben Verlust gemacht. Ich dachte, das ist hier breit aufgestellt. Es kommt, wie eigentlich überall immer, auf die langfristige oder mittelfristige Sicht an. So, was haben wir hier für einen Fall? Also wir nehmen jetzt hier fünf Systeme auf, müssen wir fünf Systeme entwickeln, kaufen oder kostenlos finden, falls es kostenlose Systeme gibt, die profitabel sind oder wo auch immer herbekommen. Ja, brauchen wir erstmal von der Investition in die Handelssysteme schon eine nicht geringe Summe. Fünf Systeme kostet schon etwas an Geld und wir brauchen natürlich auch das Kapital, damit die fünf einzelnen Systeme genug Geld haben, um einfach die Position aufzubauen, damit die Margin da ist. Also wir müssen uns relativ aufwendig mal durchrechnen, ist die Korrelation da, wie viele Positionen haben wir maximal zur gleichen Zeit offen,
Wie sind die Stagnationsphasen? Werden die größer oder geringer? Wie groß sind die Drawdown-Phasen? Also die Analysearbeit dahinter ist enorm wichtig. Wie gesagt, wir können nicht einfach nur einen Korb nehmen, um bei der Sprache zu bleiben und 5 Eier reinwerfen, sondern wir müssen da schon schauen, ob die einzelnen Eier dann doch in den Korb gut reinpassen. Weil sonst würde es keinen Unterschied machen, ob wir ein System haben oder 10 Systeme, die alle irgendwie das Gleiche machen. So. Und dieses Konzept ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für uns als Privatanleger relativ schwierig umzusetzen, weil das Ganze auch nie in Stein gemeißelt ist. Also ich kann jetzt 3 Monate daran arbeiten, habe 6 Systeme gefunden, durchgetestet und berechnet und von der Gewichtung her perfekt eingestellt. Und die Gewichtung ist ja auch richtig. Wir dürfen kein dominantes System im Portfolio haben. Das heißt, ich möchte nicht, dass ein System entscheidet, ob die Gesamtperformance positiv ist oder negativ ist, sondern es soll ausgeglichen sein. Sonst bringt es uns ja nichts, wenn ich jetzt mein Formel-1-Team habe und 20 Millionen im Monat in den einen Fahrer stecke und 20.000 in den anderen Fahrer, dann entscheidet sich alles über den Fahrer, der das meiste Geld bekommt. Und so sollte es ja auch sein, kein dominantes System da haben. Und wenn wir das als Privatperson umsetzen, ist wirklich viel Aufwand. Also ich könnte es selbst nicht umsetzen. Wir setzen es in einer Firma hier zum Beispiel um und haben das Ganze, nennen das Ganze halt Robosignale. Steht ja auch im Titel von heute drin, Robosignale. Das ist quasi das, was wir hier so besprochen haben, was wir umgesetzt haben, verpackt in ein, ich sag mal, ein Paket, was wir als Privatanleger relativ einfach nutzen können, ohne diesen ganzen Aufwand durchzuführen. Also was sind die Robosignale eigentlich ganz genau? Ich mache dafür nochmal ein neues Papier auf, um das ein bisschen aufzuzeichnen. So. Die Robosignale sind quasi das, was wir gerade besprochen haben. Das heißt, wir haben ein Referenzkonto. Auf dem Referenzkonto, das Referenzkonto ist jetzt hier der große Kreis, sind verschiedene einzelne Systeme, die an den DAX, Euro, Dollar, Gold, Bund, Schweizer Franken, was auch immer, auf unterschiedlichen Zeitfenstern verfolgen unterschiedliche Strategien und haben eine möglichst relativ geringe Korrelation zueinander. Und das Ganze haben wir nicht in den Korb geworfen, ganz wild, sondern wir haben alles das beachtet, was wir gerade besprochen haben und auch noch ein bisschen mehr. Haben wir geschaut, dass die Systeme natürlich nicht einzeln dominant sind. Das heißt, wir wollen nicht, dass ein System die Performance bestimmt, sondern jeder sollte gleichgewichtet unterwegs sein. Und das Ganze läuft auf unserem Referenzkonto. Das Ganze hier ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es wird ständig erweitert. Das heißt, es kann sein, wenn ich kurz die Farbe, dass wir nach 2 Monaten dieses System hier entfernen, weil wir sagen, wir haben ein besseres gefunden. Wir deaktivieren das, wir haben ein besseres gefunden, was es ersetzt und noch besser ins Portfolio passt. Und wir haben hier unser neues System drin. So, das ist so die Arbeit im Hintergrund, können wir quasi kurz und einfach beschreiben. Systeme werden optimiert, Systeme werden deaktiviert, neue hinzugefügt. Manchmal werden auch einfach nur 2, 3 deaktiviert, dann kommt wieder eins hinzu. Also es ist immer ein lebendes Produkt, was an der Börse relativ wichtig ist, weil, wir kennen es alle, die Börse ist extrem schnelllebig. Sachen, die vor Jahren funktioniert haben, funktionieren heute vielleicht gar nicht mehr oder nicht mehr so gut. Und das läuft bei uns auf dem Referenzkonto. Und wenn Sie die Robosignale zum Beispiel abonnieren, dann bekommen Sie den Zugang auf das Referenzkonto. Das heißt nicht, Sie gucken danach, welche Trades sind jetzt eröffnet und ich trade Sie nach, sondern Sie können das Ganze automatisiert auf Ihr eigenes Konto kopieren. Das heißt, ich zeichne hier unten einfach mal 2, 3 Konten, zum Beispiel einen von einzelnen Tradern, die die Robosignale aktiviert haben. Hier ist ein kleines 5.000-Euro-Konto. Hier hat jemand ein 15.000-Euro-Konto. So, 5. Und hier oben haben wir die 100.000. So, jeder einzelne Trader bekommt, da bekommt er quasi ein EA. Das ist der Robosignal-EA. Das schauen wir uns gleich nochmal hier im MetaTrader an. Und mit diesem EA bekommt er den Zugang zu dem Portfolio. Das heißt,
Er startet den Yay, das gehen wir gleich nochmal durch, die einzelnen Schritte, und sagt, ich möchte das Referenzkonto 1:1 kopieren. Das Referenzkonto hat immer die Basis 5.000 Euro. Das heißt, das ganze Volumen, die Portfoliozusammenstellung, die Margin-Anforderung und so weiter wird immer darauf angepasst, dass wir 5.000 Euro haben. Das heißt, 5.000 Euro ist dementsprechend auch das Mindestkapital, was benötigt wird, um die Robo-Signale zu nachzuwandeln, zu kopieren. Also aktiviere ich mein EA. Ich sage, okay, ich möchte die Robo-Signale 1:1 kopieren. Und dann wird unser Referenzkonto quasi synchronisiert. Das heißt, wir öffnen den DAX mit einem Kontrakt, Stop-Loss X, Take-Profit Y und das wird 1:1 auf Ihr Konto dann kopiert. Schließen wir eine Position, wird es bei Ihnen geschlossen, passen wir den Stop-Loss an, wird es auch bei Ihnen angepasst. So, habe ich also zum Beispiel ein 15.000 Euro Konto und ich sage, ich möchte das gleiche prozentual, das gleiche Risiko fahren, wie wir mit dem Referenzkonto, dann aktivieren wir auch den EA und sagen aber, ich möchte dann das dreifache Volumen handeln. Wieso das dreifache? Referenzkonto 5.000 Euro, ich habe 15.000 Euro, also das dreifache. Ich will die gleiche prozentualen Zahlen haben, wie wir auf dem Referenzkonto, dann kopiere ich das Ganze halt dreifach. Und der EA passt dementsprechend auch alles an. Das heißt, die Signale werden alle automatisch hochgerechnet. Das gleiche, genauso hier, da würde ich die 20 eintragen. 20 mal 5.000 Euro, kommen wir auf die 100.000 Euro. Und so können wir das mit jeder Kontogröße individuell anpassen. Wichtig ist, wir müssen immer mindestens 5.000 Euro haben. Wäre natürlich auch schöner, wenn das Ganze mit weniger funktioniert, aber 5.000 Euro ist schon die Grenze, denn das Ganze muss natürlich auch für Sie lohnend sein. Das heißt, es bringt uns nichts, wenn die durchschnittliche Rendite mit den Robosignalen kleiner ist als die monatliche Gebühr. Also es wäre natürlich für uns toll, aber wir möchten Ihnen nichts andrehen, was Ihnen eigentlich gar nichts bringt. Deswegen ist es schon eine Mindestsumme, um zu sagen, nach allen Gebühren bleibt auch ein Gewinn über. Und dadurch, dass wir ein Portfolio haben, das heißt mehrere Systeme, relativ viel Position, also viel, das heißt viel, maximal 2-3 Positionen offen, aber die brauchen ja auch eine Margin. Wir brauchen einen Puffer für die Drawdown-Phase, deswegen ist 5.000 Euro das Minimum. Ob Sie jetzt 5.000 Euro oder 7.000 Euro auf dem Konto haben, wird keinen Unterschied machen, denn das Volumen kann, wie gesagt, nicht absolut eingestellt werden. Also Sie sagen nicht, ich möchte 0,1 Lot handeln, die Robo-Signale, sondern Sie haben halt hier den Multiplikator. Referenzkonto mal 1, mal 3, mal 20. Wieso haben wir das so umgesetzt? Ganz, ganz wichtig. Auf dem Referenzkonto ist das Volumen ja individuell berechnet. Das heißt, das System mit zum Beispiel relativ engen Stop-Loss handelt ein größeres Volumen als diese Systeme, die relativ große Stop-Loss haben, die länger am Markt sind. Also Scalping-Trades werden zum Beispiel mit größerem Volumen eröffnet als die Swing-Trades. Denn wir wissen es ja inzwischen, wir wollen kein dominantes System haben. Das heißt, das System hier oben handelt ein Lot, das hier handelt 0,2 Lots, das 0,5, das 2 Lots und so weiter. Deswegen würden Sie das Volumen absolut einstellen, dann würden Sie die ganze Arbeit im Hintergrund komplett wegbaggern und einfach sagen, völlig egal, ich handle alles mit einem Volumen. Dann haben wir hier kein wirkliches Portfolio, dann sind wir wieder komplett weg von dem professionellen Ansatz. Deswegen Volumenrechnung immer in ganzen Schritten. Sie können also nicht sagen, ich möchte das 1,5-fache vom Referenzkonto handeln, sondern nur in ganzen Multiplikatoren Schritten einstellen. So. Natürlich haben Sie dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Risiko ein bisschen rausnehmen. Geht relativ einfach. Wie mache ich das? Wenn ich also jetzt mein 15.000 Euro Konto habe, sage ich einfach, okay, die Zahlen sind top, gefallen mir, aber ich will ein bisschen Risiko rausnehmen, also handle ich nicht das Dreifache, sondern zum Beispiel einfach nur das Zweifache. Das gleiche auch mit dem 100.000 Euro Konto. Ich möchte nicht das 20-fache handeln, sondern ich sage, ich will die Hälfte, halbes Risiko nur aufnehmen, also handle ich nur das 10-fache. So, natürlich, Risikorendite wird dann alles geringer oder höher, je nachdem, wie wir es einstellen. Und für die Zocker unter uns geht natürlich auch das Ganze in die andere Richtung, dass ich sage, Dreifache ist mir zu gering, ich handle hier das Fünffache.
Empfehlen wir nicht. Ist ja eine Glückssache, wenn wir direkt mit dem Drawdown starten. Dann wird die Marge nicht ausreichen. Dann ist der Drawdown zu groß, Schmerzen zu groß. Aber wie gesagt, im Endeffekt kann jeder selbst für sich entscheiden, wie er das einstellt. Deshalb stellen auch Sie selbst ein. Also Sie brauchen uns dafür nicht. Sie können das jederzeit anpassen. Genau. Gehen wir direkt mal rein in den MetaTrader. So. Den MetaTrader von FXBet kennen Sie wahrscheinlich alle. Hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen eingebrannt in den Bildschirm. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie wir die Robo-Signale aktivieren. Das heißt, wir haben das ganze Paket gebucht und möchten jetzt einfach mal starten. So, in den Robo-Signalen, ganz wichtig zu wissen, ist auch immer noch ein Trading-Server mit dabei. Das heißt, Robo-Signale-Trades werden rund um die Uhr abgesetzt. Auch um 2 Uhr morgens, Mitternacht, 15 Uhr. Deswegen muss das System durchgehend laufen. Damit Sie sich nicht dazu noch extra einen Server mieten müssen, ist es bei uns so, Sie buchen die Robosignale und bekommen dann direkt einen komplett fertig eingerichteten Trading-Server mit dazu. Also Sie verbinden sich drauf und sehen dann eigentlich genau das hier schon. Der MetaTrader von der FXBet ist installiert, die Robosignale sind installiert, Einstellungen sind vorgenommen, alles angepasst. Sie müssen eigentlich nur noch 2 Schritte machen. Sich mit dem Konto einloggen, das übernehmen nicht wir, also wir brauchen... Wir möchten auch gar nicht Ihre Zugangsdaten haben zu Ihrem Trading-Konto. Das ist Ihre Sache. Die behalten Sie für sich. Sie loggen sich hier ein. Geht relativ einfach. Und dann haben wir hier links die Robo-Signale. So, ich klicke einfach rauf. Was muss ich machen? Ich trage hier oben meine Lizenznummer ein, meine Bestellnummer. Das alles gibt es dann automatisch von uns per E-Mail und trage dann eigentlich nur noch eine Sache ein. Und zwar den Multiplikator. Also das, was wir hier gesagt haben. Wie möchten wir das Ganze multiplizieren? Ich habe jetzt hier ein 10.000-Euro-Konto. Ich sage, okay, die Kennzahlen von EuroCamp gefallen mir. Ich vertraue auf deren Berechnung. Da ich jetzt ein doppelt so großes Konto habe wie das Referenzkonto, trage ich hier eine 2 ein. So, klicke auf OK. Hoch. Bestätige das Ganze. Und das war es auch schon. Natürlich haben wir jetzt hier die Fehlermeldung mit der Lizenz, weil ich die nicht eingetragen habe. Aber das war es im Grunde auch schon. Ab sofort sorgt der EA dafür, dass unsere Konten synchronisiert werden unter Beachtung vom Multiplikator. Also Sie müssen nichts mehr weitermachen. Das Ganze war es jetzt auch schon. Wir würden jetzt die Verbindung zum Trading-Server schließen und Kapitel Installation, Einrichtung ist abgeschlossen. So, wir sehen hier oben auch schon die neue Oberfläche, die noch in der Arbeit ist, die wir demnächst auch für FXBet freischalten. Und zwar werden wir hier, falls es mal vorkommt, Abweichungen sehen. Das kommt so gut wie nie vor, aber passiert mal. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, ja, was kommt für einen Fall vor? Wir machen einfach die Metaschwelle aus. Aus Versehen. Wir schließen ihn einfach und genau in dem Moment wird auf dem Referenzkonto eine Position eröffnet. 3 Minuten später machen wir den Metaschwelle wieder an und dann ist die Position zum Beispiel schon weggerannt. Das heißt, wir auf dem Referenzkonto sind wir im DAX Long gegangen. Ich mache die Meldung kurz zu, damit sie nicht weiter uns nervt mit dem Piepen. Den entferne ich, damit wir die Meldung nicht mehr hören. So, also auf dem Referenzkonto sind wir den DAX Long gegangen. Der Markt ist schon gestiegen. Die Position ist 70 Euro im Gewinn. Dann möchten wir natürlich nicht automatisch noch reinspringen, also noch schlechter in den Markt kommen. Dann würden wir hier in der Tabelle, die wir oben gesehen haben, eine Zeile sehen, einen Eintrag. Da würde dann halt stehen, Achtung, eine Abweichung, das Referenzkonto von EuroCamp ist den DAX Long seit Preis XY. Und dann können wir als Trader selbst noch entscheiden, möchte ich noch manuell reinspringen. Und das ist eine Sache, die muss jeder selbst für sich entscheiden. Vielleicht ist der Markt schon gegen uns gelaufen und wir sagen, okay, wir können jetzt besser rein. Dann klicken wir einfach einmalig auf Synchronisieren. Und dann war es auch schon wieder. Die Position wird weiterhin verwaltet. Aber bei solchen, ich sag mal, solchen Ereignissen, die nachteilig sind für die Trader, das möchten wir nicht automatisiert umsetzen. Wie gesagt, das wäre jetzt ein Fall, der wäre ärgerlich. Wir kommen 70 Euro zu spät in den Markt rein. Diese Entscheidung wollen wir nicht durchdrücken, weil es zu ihrem Nachteil ist. Und dann hätten sie selbst die Möglichkeit zu sagen, ich will das noch nachträglich synchronisieren. Aber wie gesagt, der Fall kommt sehr, 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 sehr selten vor, fast nie vor. Also es kommt vielleicht dann mal vor, wenn wir wirklich den Server neu starten oder wenn man drauf rumspielt, der Stürzcode ab und so weiter.
Die Wahrscheinlichkeit, dass genau in dem Moment, wo wir kurz mal was neu starten, dass genau in dem Moment ein Trade durchging, ist relativ gering. Wie gesagt, die Tabelle ist einfach nur da, damit wir später nicht aufwendig eine neue Position aufmachen müssen und sagen, okay, Algocamp ist jetzt hier 0,25 DAX Long, hat den Take Profit da, den Stop Loss da, wäre viel zu aufwendig. Deswegen, wenn es vorkommen sollte, ist es einfach nur ein Klick. Und das Referenzkonto ist synchronisiert. Wir müssen auch nicht drauf schauen. Wie gesagt, das kommt sehr, sehr selten vor. Wir können auch einfach sagen, na gut, ist jetzt so passiert. Dieser eine Trade von hunderten Trades wird mich jetzt nicht, wird nicht darüber entscheiden, ob ich grob, groß profitabel bin oder groß im Verlust. Wie gesagt, ist einfach eine Sache, die soll es angenehmer machen. Denn das ganze Konzept Robosignale ist ja darauf ausgelegt, dass wir wirklich so gut wie keine Zeit investieren möchten oder müssen, besser gesagt. Die Einrichtung, wir haben es gerade gesehen, Kontoeinloggen dauert 10 Sekunden. Ein Klick, ich trage hier mit Steuerung C und V Lizenz, Bestell-ID, Multiplikator, ein Klick auf OK, bestätige, das war's. Ja, beim ersten Mal liest man sich noch alles durch, ganz wichtig, aber im Endeffekt war es das auch schon. Wir sehen ja hier in den Einstellungen noch ein paar weitere Optionen, die sind optional. Wenn wir also ein bisschen vorsichtiger sind, können wir auch sagen, okay, ich habe da noch ein bisschen Angst, ich möchte einfach zusätzlich noch eine kleine Sperre einbauen und sagen, ich will nichts handeln, was größer ist, zum Beispiel als 3 Lots. So, können wir hier einfach einstellen. Ich kann auch sagen, ich möchte nichts, wo der Stop-Loss größer ist als irgendwie XYZ. Also wir können auch ein paar grobe Sachen einstellen. Wichtig hierbei ist nur, dass das natürlich dafür sorgt, dass die Abweichung dann zum Referenzkonto da ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte meinen Stop-Loss maximal im DAX auf 100 Punkte haben und wir setzen ihn aber auf 200 Punkte und der Markt ist dann kurz bei minus 105 Punkten, dann sind sie ausgestoppt und bei uns läuft der Trade dann vielleicht im Gewinn. Dann hätten sie Nachteil oder einen Vorteil, wenn er bei uns dann in die 200 Punkte Stop-Loss läuft. Nutzen wir uns tatsächlich die wenigsten, also die meisten vertrauen eigentlich auf das Referenzkonto und lassen das alles im Standard. Das heißt, wenn hier eine 0 drin steht, bedeutet das 1 zu 1 wie auf dem Referenzkonto traden. Ich will hier nichts Individuelles anpassen. Ich stelle einfach nur meinen Multiplikator ein auf 2, weil ich 10.000 Euro habe, klicke auf OK, bestätige, dass ich den Risikohinweis komplett gelesen und verstanden habe. Und das war's auch schon. Das war's komplett. Die Robosignale laufen. Ich nehme ihn wieder raus, damit das nicht piept. So, und dann gucken wir mal auf die, ich würde sagen, als nächstes auf die Performance, weil das ist ja eigentlich, wieso wir hier angetreten sind. Wir wollen ja Geld verdienen. Dafür gehe ich mal auf unsere Seite. Hoch. Können Sie auch zu Hause danach oder parallel selbst nachschauen. Wenn wir auf algocamp.de gehen, sehen wir hier oben unter Produkte die Robosignale und dann kommen wir hier auf diese komplette Übersichtsseite. Da gibt es ein paar Kennzahlen. Wir haben hier das ganze Preismodell, da können wir auch gleich nochmal drauf gucken. Und natürlich das Interessanteste, das sind so die Kennzahlen. Was macht die Kiste eigentlich so im Monat, im Jahr? Wie sind die Kennzahlen? Wie oft traden wir und so weiter und so weiter. Schauen wir einfach mal rauf, was haben wir so die Jahre gemacht? Seit 2018 gibt es die Robosignale. Die Kennzahlen hier sind alle in Prozent angegeben. Und zwar haben wir hier nicht. Ganz wichtig zu wissen, wir haben hier nicht den Zinseszins mit eingepackt. Das heißt, wenn ich 2018 mit 5.000 Euro gestartet habe, würde ich natürlich heute nicht mehr den gleichen Multiplikator annehmen, sondern mein Konto ist ein bisschen größer geworden. Ich würde heute halt schon einen Multiplikator zum Beispiel von 2 oder 3 handeln. Aber für kein System haben wir den Zinseszinseffekt mit eingebaut, weil das nur dafür sorgen würde, dass. Macht dafür eine andere Grafik auf, dass diese Performance-Kurve zu gequetscht wäre. Also, wir können uns das vorstellen, wir handeln hier mit Multiplikator 1, der Multiplikator wird immer größer und größer, würde dafür sorgen, dass wir diese Details zum Beispiel nicht sehen und dann denken würden, okay, das System macht ja gar keine Verluste, ich gehe da mit hohem Risiko rein. Zugegeben, wirtschaftlich, wenn wir das mal betrachten, aus unserer Sicht, wir möchten als Unternehmen die Abos an die Trader bringen, klar, dann wäre es natürlich toller, weil der Trader würde sich denken, wow, super Performance, weniger Drawdown. Aber es ist nicht unsere Mentalität, weil das würde früher oder später einfach den Trader wehtun.
Deswegen haben wir hier keinen Zinseszinseffekt drin und dadurch können wir halt solche Phasen sehen wie hier. Wir sehen auch mal Drawdown-Phasen, wir sehen Stagnationsphasen, die enorm wichtig sind. Sehen wir das im Vorfeld nicht oder ist es uns im Vorfeld nicht bewusst, dann werden wir mit dem Produkt einfach keinen wirklichen Spaß haben. So, also 2018 ging es los, haben wir das Jahr beendet mit 35%, 2019 mit 16%. Das letzte Jahr war genial mit 108% und in diesem Jahr sind wir aktuell bei minus 2,2%. Das ist die Performance, also wir haben von 2018 bis heute eine Performance von ca. 158% erreicht. Ein extrem gutes Ergebnis. War schon zu gut, um realistisch zu sein, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das passiert, in Anführungsstrichen, halt, wenn man ein Portfolio aufbaut. Einfach ein Portfolio aufbaut mit mehreren Systemen, mit all diesen Punkten, mit allen unter Beachtung von allen wichtigen Punkten, die wir am Anfang besprochen haben. Das ist das Ergebnis. Das ist das, was gute Vermögensverwaltung machen, aber wir müssen nicht denken, dass es jede Vermögensverwaltung macht. Die meisten kochen nicht nur mit Wasser, sondern ja gefüllt manchmal mit Regenwasser. So, auch hier relativ transparent. Wir passen die Zahlen immer, wenn der Monat vorbei ist, hier an. Dann wird die Zahl eingetragen vom Referenzkonto. Wir können das alle vergleichen. Und hier ist das Tolle, die Abweichung ist nahezu nicht vorhanden. Klar, wenn wir jetzt im Januar zum Beispiel 2,94% gemacht haben, wird es einige geben, die 2,92, 2,9, 2,97% gemacht haben. Minimale Abweichung gibt es. Wieso gibt es die? Natürlich eine Frage, bei welchem Broker sind wir? Da gibt es kein gut oder schlecht, sondern manchmal wird man da besser ausgeführt, mal da schlechter, mal andersrum. Auch wenn wir beim gleichen Broker alle sind, wird eine vielleicht ein paar Millisekunden früher ausgeführt, andere ein paar Millisekunden später. Also diese minimalen Abweichungen sind da. Was aber bisher nicht vorgekommen ist, ist, dass wir hier sagen, der Februar perfekt 8% und alle Trader haben in Wirklichkeit minus 10% gemacht. Das kommt nicht vor. Da ist die Technik darauf ausgelegt, dass wir durch diese automatische Synchronisierung solche Fälle nicht wirklich haben. Ja, schauen wir uns mal den Juli 2018 an. Da haben wir 0,33% gemacht. Kann durchaus sein, dass mal ein Trader dann minus 0,01% gemacht hat. Also minimale Abweichung. Ich denke mal, da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Das ist relativ klar oder eindeutig gibt es. Aber ansonsten sind das die Zahlen, die jeder erreicht. Und hier müssen wir nichts machen, außer das einmalig einzurichten. Klar, sind natürlich eine Zahl, wo jetzt viele drauf gucken. Boah, dieses Jahr 2021 minus 2%. Hui, funktioniert ja wohl gar nicht mal dieses Produkt. Die guten Jahre sind vorbei. Nein, völliger Quatsch. Das gehört einfach dazu. Und das ist für uns auch ein ganz guter Filter, um halt die Trader rauszufiltern, die auf die 200% am Tag und nur Gewinne aus sind. Ganz wichtig. Schauen wir uns einfach mal 2019 an. Versetzen wir uns mal ein bisschen zurück. Wir haben ein gutes Jahr gehabt und dann haben wir eine Stagnation oder eine Drawdown-Phase gehabt. Ich mache mal den Chart auf. Und zwar ist das diese Phase hier. Minus 3%, minus 6%, minus 8%, minus 9,9%. Da kann ich Ihnen versichern, haben einige Trader das Ganze abgebrochen. Viele haben ihre Abos gekündigt. Zum Teil haben sie das verstanden und einfach gesagt, ist jetzt nichts mehr für mich. Manche waren wütend und haben das als großen Betrug gesehen. Und da müssen wir uns einfach mal die Monate danach ansehen. Also alle, die da aufgehört haben in dem Zeitraum, das ist gar keine Frage, ist eine harte Zeit. Wir sind dabei minus 10, 20, 25, 26%. Also wir haben da den maximalen Drawdown erlebt. Und dann schauen wir die Monate danach an. Der Januar 21%, 1%, 32, 13, 4, 15 und so weiter. Insgesamt 108%. Und alle, die hier aufgegeben haben, haben das leider nicht mitgemacht. So, und das gleiche jetzt genauso. Ja, dieses Jahr ist hinten und das gehört dazu. Das Jahr 2019 hätte genauso anfangen können. Auch wenn wir jetzt dieses Jahr bei minus 20% stehen, das ist das Spiel, das gehört dazu. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Wir müssen uns im Vorfeld die Frage stellen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Drawdown-Zahl insgesamt von
die maximal bei 28% war. Dann müssen wir die Frage stellen, würde ich das aushalten? Würde ich das überstehen? Würde ich das aushalten? Oder würde ich da auch, wie die meisten sagen, naja, also irgendwie, ich würde abbrechen? Sondern ist die Frage, wie kann man mit dem Ganzen umgehen, um zu sagen, dass ich da irgendwie dann doch noch glücklich werde mit dem Ganzen. Wir können natürlich ein größeres Konto wählen. Also ich könnte jetzt sagen, ich starte dann mit 10.000 Euro, setze den Multiplikator auf 1. Dann wäre natürlich meine komplette Rendite, aber auch das Risiko halbiert. Das heißt, mein maximaler Drawdown wäre dann nicht bei 28%, sondern dann in dem Fall bei ca. 14%. Und dann muss ich mir die Frage stellen, würde es dann schon besser laufen für mich? Wäre ich dann zufrieden mit dem Ganzen? So, aber das sind die Zahlen. Und das ist die Frage, das ist eigentlich ein ganz guter Filter, können wir uns Zeug stellen. Wie viel Kapital möchte ich anfangen? Und würde ich es aushalten, dass mein Konto auch 28% hinten liegt? So war es die Vergangenheit. Auch hier ganz wichtig, wir wissen ja nicht, was in der Zukunft passiert. Es kann auch sein, dass die maximale Drawdown in der Zukunft bei 30, 35, 32% liegt. Das wissen wir nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall mindestens davon ausgehen, dass wir diesen Drawdown aus der Vergangenheit auch in der Zukunft erleben werden. Ganz, ganz wichtig. Was haben wir noch sonst so für Kennzahlen? Wir haben eine Trefferquote von 59%. Trefferquote ist eigentlich eine Zahl, die sagt vieles, aber auch irgendwie nichts aus. Ich kann auch eine Trefferquote von 90% haben und negativ sein. Also nicht so interessant, aber wir haben es mit aufgeschrieben, weil relativ viele sich immer noch für interessieren. Ja, sagt, wie gesagt, eigentlich viel und noch nichts aus. Profitfaktor von 1,64. Was können wir da ablesen? Wir wissen schon mal nicht, dass wir so wirklich von Spreads, von Gebühren, von jedem einzelnen Pip abhängig sind. Da ist relativ viel Luft noch offen. Durchschnittlich pro Woche werden circa sechs Trades umgesetzt. Das schwankt. Wieso schwankt das? Das Portfolio lebt ja auch. Also es kann sein, dass wir jetzt im nächsten Monat ein System deaktivieren, weil wir nicht mehr so zufrieden sind damit und dann drei neue Systeme aktivieren. Dann würde sich der Durchschnitt nach und nach anheben, zum Beispiel auf 9 Trades die Woche. Kann passieren. Kann passieren, kann mehr werden, kann weniger werden. Was aber immer gegeben ist, und darauf kann man sich immer verlassen, ist, dass jederzeit darauf geachtet wird, dass das Volumen immer für ein 5.000 € Konto angepasst ist. Also nur weil wir dann irgendwann vielleicht mal mehr Trades kommen, müssen wir nicht die Sorge haben, dass wir jetzt anstatt 5.000 € 7.000 € brauchen, weil mehr Margin benötigt wird. Wie gesagt, das Volumen, die Anzahl der Handelssysteme, es wird immer darauf geachtet, dass wir mit den 5.000 € auskommen. So, auf Startkapital 5.000 €. Ist das Minimum. Nach oben hin gibt es keine Grenze. Das heißt, ob Sie jetzt mit 5.000, 50 oder 5 Millionen starten, die monatliche Gebühr bleibt immer die gleiche für Ihnen, ne? Das heißt natürlich, bei 5.000 €, wenn wir kein gutes Jahr haben, dann bleibt nach den Gebühren vielleicht nicht so viel über. Starten wir nur mit dem Doppelten, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. So, natürlich müssen wir mal wissen, was sind denn eigentlich die Gebühren, was kostet das Ganze? Das Ganze wird nicht gekauft. Wie gesagt, das ist eine Sache, die lebt. Wir arbeiten immer dran. Das ist quasi nicht einmalig bezahlbar. Deswegen haben wir das Ganze als Abo-Modell aufgerufen in drei verschiedenen Paketen. Start, Lang und Mittel. Ganz wichtig, die Signale, das, was enthalten ist, ist überall identisch. Das Ganze hat eigentlich immer nur eine unterschiedliche Eigenschaft, und zwar ist das die Laufzeit und der Preis. Kurz gesagt, je kürzer quasi das Abo ist oder der Vertrag läuft, desto höher ist die monatliche Rate. Je länger wir uns an das Ganze binden, desto günstiger wird es. Im Starterpaket ist die Vertragslaufzeit bei 3 Monaten. Da zahlen wir 99 € im Monat. In der Langvariante haben wir das Ganze 2 Jahre. Da zahlen wir am wenigsten, und zwar 69 € im Monat. Und im Mittelpaket, da haben wir das Ganze für 1 Jahr gebucht und sind wir bei 79 € im Monat. Wie ist da so die Entscheidung bei den meisten? Wir wollten eigentlich alle mit abdecken. Und zwar macht es natürlich, wollen wir ganz ehrlich sagen, macht das Startpaket relativ wenig Sinn, langfristig das Ganze zu buchen, sondern wir wollen, das Starterpaket gibt es hier wirklich für die, die sagen, naja, klingt interessant, aber irgendwie will ich das erstmal selbst mal austesten. So.
Daher hier die 3 Monate und nicht ein Monat, nicht eine Woche, weil das Ganze sagt einfach überhaupt nichts aus. Auch 3 Monate würde relativ wenig aussagen. Schauen wir aber mal hoch, wenn ich jetzt das Paket für nur einen Monat hätte und ich würde jetzt hier einen Verlustmonat wählen. Natürlich würde jeder sagen, okay, das funktioniert nicht, ist nichts für mich. Also wir wollen schon, dass das Ganze auch ein bisschen wenigstens ausprobiert wird und getestet wird. Und 3 Monate ist eigentlich ein ganz guter Zeitraum, um wenigstens mal zu sagen, ja, ich habe das Ganze mal durchgemacht, ich habe erlebt, wie stabil ist das technisch, wie ist der Ablauf, wie funktioniert das Ganze. Und die meisten, die dann damit zufrieden sind, wechseln dann halt auch in einen größeren Zeitraum und dann macht das Ganze schon mehr Sinn. Also Mittel ist eigentlich so das Mindeste, wo man sagt, das sollte man sich schon holen, damit das Ganze auch sich lohnt. So, und da können wir auch auf die Frage eingehen, ja, was bleibt da eigentlich dabei über bei den nach den Abo-Gebühren? Ist immer eine Frage davon, welches Paket wir wählen, klar. Nehme ich jetzt Jahreszahlung, die gibt es ja bei uns auch noch, dass wir das Ganze ein Jahr im Voraus zahlen oder 2 Jahre im Voraus, dann wird das Ganze günstiger. Aber wenn ich natürlich das Starterpaket nehme für 100 € im Monat und ich dann im Jahr 1.200 € zahle für die Gebühren und ich nur mit einem 5.000-Euro-Konto starte, dann bleibt da natürlich, wenn ich ein Jahr habe, mit 16% nichts über. Was sind das? 16% um die 800 € auf dem 5.000-Euro-Konto bringt uns nichts. Ja, aber wir sind hier im Schnitt jährlich bei ca. 50%, die wir hier machen im Durchschnitt. Dann bleibt ordentlich was über. Aber wie gesagt, 5.000 € ist das Minimum. Skalieren wir das Ganze ein bisschen nach oben, nehmen 10, 15, 20, 50.000 €, dann macht das Ganze ja so richtig Spaß. Aber deswegen haben wir die ganzen Zahlen ja auf der Webseite. Das kann sich einfach jeder relativ einfach ausrechnen und schauen, okay, da das mit 15.000 € und dann rechne ich durch. Was bleibt mir über bei dem Paket, was für mich interessant ist? Und was bleibt über bei der Rendite, bei dem Multiplikator, den ich wähle? Wir können natürlich auch mit 15.000 €, wir hatten es ja hier schon gezeichnet, sagen, ich handle da nicht das Dreifache, sondern ich nehme auch das Vierfache. Geht natürlich auch. Ist, wenn uns das bewusst ist, auch völlig legitim, finde ich, wenn uns bewusst ist, dass das Risiko damit höher ist, also dass wir so leicht in Schiene zocken ab, in die Schiene zocken abrutschen, oder auch die, die als professioneller Kunde eingestuft sind bei FXit und dann auch noch den höheren Hebel haben, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke mal, da kennen Sie sich selbst oder das wissen Sie selbst am besten für sich, was da am ehesten zu Ihnen passt. So, was ist noch mit bei? Wir wollen ja relativ wenig Aufwand haben. Wir wollen ja, dass das Ganze automatisch läuft. Bei uns ist es so, hier ist natürlich die komplette, der Server ist mit dabei. Es gibt einen Onboarding-Prozess, wo alles in Videos und in Text erläutert wird, was zu machen ist. Und was zu machen ist, haben wir gerade gesehen, ist relativ wenig. Was wir noch mit zu haben, reingepackt haben, ist, dass wir auch täglich den Server kontrollieren. Das heißt, es kann mal passieren, dass Sie kennen es, dass der MetaTrader ein Update hat, dass das Konto sich wieso auch immer einfach mal ausloggt, dass irgendwo was abstürzt. Es kann immer mal was passieren. Das ist so, dass sie dann nicht Gefahr laufen, dass dann 2 Monate lang die Robosignale laufen und vor 2 Monaten hat sich ihr Konto ausgeloggt, weil sie vielleicht aus Versehen das Passwort oder bewusst das Passwort geändert haben, aus Sicherheitsgründen regelmäßig, aber vergessen haben, das auf dem Server anzupassen. Dann würde es uns auffallen. Wir greifen natürlich nicht auf ihrem Konto ein, sondern sie würden dann von uns eine E-Mail bekommen, da würde dann drinstehen, Achtung, das Konto ist nicht eingeloggt. Falls aus Versehen, bitte wieder einloggen und starten. Das wäre sonst sehr, sehr ärgerlich, wenn das Ganze da heimlich vor sich hinläuft und nichts passiert. So, ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Wenn jetzt Fragen da sind, wir haben noch ein paar Minuten, gerne, gerne, gerne her damit. Bisher haben wir alle Fragen soweit durch. Ganz wichtig natürlich, das Ganze wird es ja auch noch als Aufzeichnung später geben, oder auch für alle, die sich jetzt die Aufzeichnung angesehen haben und die Fragen nicht live stellen können, gar kein Problem. Schreiben Sie einfach je nach Frage das Team von FXWirt an, die helfen immer sehr gerne, oder Sie schreiben einfach uns direkt an, einfach hier oben auf Kontakt klicken, je nachdem, welcher Ansprechpartner Ihnen gerade am liebsten ist, dann bekommen Sie natürlich auch nachhinein noch die Antwort auf Ihre Frage, was das angeht. So.
Erstmal keine Frage da. Vielleicht kommt noch die eine oder andere. Aber gut, ich nehme an, dann habe ich hoffentlich jede einzelne Frage beantwortet. Das freut mich natürlich sehr. Wie gesagt, für alle, die sich für interessieren, einfach auf algo-camp.de gehen, hier oben auf Produkte, dann gehen wir auf die Robosignale, dann kommen wir hier zu der kompletten Seite, wo wir uns alles nochmal einzeln anschauen können. Auf der Startseite von uns haben wir nochmal die Gesamtgrafik, wo wir das Ganze nochmal einzeln nachschauen können, uns überlegen können, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, der Ablauf ist relativ einfach. Sie gehen auf die Seite von den Robosignalen, entscheiden sich für ein Paket und sagen, na gut, ich fange erstmal klein an, habe das Mittelpaket. Dann kommen Sie zu unserem Zahlungsanbieter, das ist EloPage, darüber wickeln wir die ganzen Zahlungen ab. Und dann können Sie sagen, okay, ich nehme die Mittelvariante oder ich nehme den Einjahresdeal, zahle 12 Monate im Voraus, buche das Ganze, bezahle es, wie auch immer, mit Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, was Ihnen da am liebsten ist. Und dann geht es auch schon relativ zügig los. Dann bekommen Sie von uns die Zugangsdaten zum Trading-Server. Da verbinden Sie sich, loggen sich dann mit Ihrem FX-Expert-Konto ein. Wenn das Konto noch nicht auf ist, dann machen Sie am besten im Vorfeld das Konto erstmal auf bei FX-Bet, zahlen das Geld ein, buchen dann die Robosignale, aktivieren das Ganze und dann geht es auch schon, ja, schon los. So wie wir es vorhin gesehen haben hier im MetaTrader, wenige Klicks, da müssen wir alle kein Programmierer sein. Ich glaube, es war schwieriger, heute im Webinar reinzukommen, als die Robosignale zu starten. Also relativ wenig IT-Wissen, was wir da brauchen. So, wir haben noch eine Frage. Wie sieht es bei einem Drawdown aus, wenn er zum Beispiel 30% mit der Margin aus? Wann wird das Konto, Referenzkonto wieder auf 5.000 Euro gesetzt? Unser Referenzkonto ist schon lange nicht mehr bei 5.000 Euro. Das ist schon viel, viel größer geworden. Trotzdem handeln wir immer noch das gleiche Volumen, weil auch Trader, die in 3 Jahren starten, sollen mit einem 5.000-Euro-Konto starten können und einfach den Multiplikator 1 eintragen. Das ist ganz wichtig. Da haben wir selbst nutzen leider auf dem Referenzkonto nicht den Zinseszinseffekt. Ist auch nicht so schlimm. Ist völlig in Ordnung. Es geht darum, dass jeder starten kann. Wenn wir jetzt einen Drawdown erleiden, nehmen wir an, wir starten jetzt mit 5.000 Euro und erleben direkt den maximalen Drawdown von 30%. Dann reicht das restliche Geld auf dem Konto auch immer noch aus, um mit dem Standardhebel, je nach Asset von 1 zu 30, 1 zu 20, aus, um weiterhin die Robosignale laufen lassen zu können. So, 30% ist so die Grenze, die wir durchaus überstehen können. Sollte das Ganze weiter laufen, also noch weiter in den Drawdown laufen, dann würde es ein bisschen enger mit der Margin. Dann wäre es so, im schlimmsten Fall, dass wir bei den Systemen etwas selektiver unterwegs sind. Das heißt, wir würden unser Portfolio ein bisschen konzentrieren und nicht mehr beispielsweise 8, 10, 20 Systeme am Laufen haben, sondern wir würden dann zum Beispiel sagen, okay, wir müssen jetzt auf die Margin achten, wir möchten nicht, dass jeder jetzt Geld nachzahlen muss und sind dann selektiver unterwegs. So wäre dann der Werdegang. Ja, perfekt. Sehr, sehr gerne. Gut. Dann haben wir keine weiteren Fragen mehr. Ach, da haben wir noch eine. Perfekt. Zu früh gesagt. Bin zu spät reingekommen. Frage, wie komme ich an die fehlenden Informationen? Wird das Webinar aufgezeichnet oder wird es später wiederholt? Ja, beides. Also je nachdem, wie schnell FXWert ist, gibt es die Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal von FXWert. Also am besten einfach bei YouTube eingeben, FXWert. Und dann würde es dieses Webinar hier komplett von der ersten bis zur letzten Sekunde als Aufzeichnung geben. Und ansonsten wiederholen wir dieses Webinar eigentlich so circa alle zwei Monate. Dafür am besten einfach bei FXBet hier oben auf Trading Webinare und Seminare geben. Und dann wird hier nach und nach das nächste eingepflegt, wann die nächsten Webinare sind. Aber was Ihnen lieber ist, entweder bei YouTube ansehen oder einfach alle ein, zwei Monate nochmal in die Webinarliste schauen. So, das habe ich gut gesagt, Nelson, oder? Hast du. Der nächste Termin ist sogar schon im nächsten Monat, weil wir diesen ja ein bisschen verschoben haben. Wenn du dir da den 27.05. mal auf das Menü klickst, dann sollte der 29.06. auftauchen. Ah, perfekt.
Ja, genau, 29.06., da schon auch der nächste Termin, genau. Also entweder da wieder teilnehmen oder einfach bei YouTube nachsehen, je nachdem, was Ihnen lieber ist. So, jetzt haben wir es aber geschafft, Punktlandung auf die Sekunde genau. Nelson möchte Feierabend machen. Ich würde ja gerne noch stundenlang weiterreden, aber ich muss mich da leider an den Zeiten halten. Genau. Letzte Frage nehme ich gerne noch rein und dann verabschiede ich mich auch schon. Ich trade im Moment bei FXBet und sollte ich dann ein neues Konto aufmachen für die Robosignale? Muss nicht, empfiehlt sich schon, also muss nicht. Technisch gesehen können Sie auch nebenbei Ihre Trades durchführen. Also die Robosignale wissen, was die eigenen Trades sind und da kommt sich nichts in die Quere. Aber es ist von der Auswertung her, von der Statistik eigentlich angenehmer, wenn es auf ein Unterkonto angelegt wird. Wenn man ein neues Unterkonto aufmacht, da das Geld einzahlt und dann handelt. Wie gesagt, ist nur eine Sache von der Statistik, damit man sich vielleicht nicht denkt, naja, die Robosignale sind ja eigentlich negativ. Dabei hat man vielleicht selbst einfach nur gezockt oder andersrum. Die Robosignale sind ja so profitabel, dabei war man es selbst nur. Es muss nicht, es ist optional. Kann das, was Ihnen einfach lieber ist. Gut. Dann haben wir es jetzt aber auch wirklich geschafft. Wie gesagt, wenn noch Fragen da sind, uns einfach anschreiben, dann gibt es die im Nachhinein. Und da würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die fantastischen 60 Minuten heute. Ja, super. Wenn Fragen uns erreichen, dann leiten wir das dann selbstverständlich weiter. Und die Aufzeichnung, hat der David ja auch schon gesagt, wird voraussichtlich dann Montag, Dienstag online kommen. Dann können Sie das entsprechend nochmal nacharbeiten. Ansonsten, vielen, vielen Dank, David, für das Webinar heute. Ich danke dir. Sehr interessant und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer heute, die live dabei waren. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Natürlich morgen nochmal einen erfolgreichen Handelstag und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und das allerletzte Schlusswort hat dann der David. Also bis dahin, danke. Ich danke auch für alle, die heute dabei waren. Hat wieder sehr Spaß gemacht, hat mich gefreut, dass sich so viele für das Thema interessieren. Und ich würde sagen, vielen Dank für Ihre kostbaren 60 Minuten. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Und was der Nelson vergessen hatte zu sagen, passen Sie auf Ihre Position auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Habe ich nicht vergessen. Ich wusste, dass du das übernimmst. Also, Danke. tschau. Ciao.